Hallo zusammen, heute stehen wir hier auf dem Acker. In vielen Regionen läuft jetzt die Getreideaussaat. Die ersten Gerstenflächen laufen bereits auf. Und wir möchten heute mit euch über Getreideherbizide sprechen. Denn mit den auflaufenden Getreidebeständen steht jetzt auch die Herbizidmaßnahme an, um gerade die Ungräser und auch die Unkräuter im Herbst schon sicher zu bekämpfen. Hallo Niklas. Was muss ich vor der Aussaat beachten, um den Erfolg meiner Herbizidmaßnahme zu erhöhen? Hallo Alex, ja, was müssen wir jetzt tun, damit die Herbizide bestmöglich wirken? Wenn wir uns das hier mal anschauen, hier haben wir jetzt gerade mit der Kreiselegge schon mal nach dem Pflügen den Acker eben gemacht. Und man sieht jetzt hier, man hat noch ein paar Kluten, die dürften auch gerne jetzt bei der Aussaat nochmal mit einem weiteren Bearbeitungsgang noch kleiner zerstört werden. Denn das bietet immer noch mal wieder Möglichkeiten, auch über Frostsprengung im Winter, dass hier Gräser oder Unkräuter rauswachsen können. Deshalb sollten wir ein möglichst ebenes, feinkrümeliges Saatbett schaffen. Was ist jetzt noch wichtig? Man sieht es hier, man sieht noch so ein paar Rückstände der Vorfrucht. In dem Fall waren es die Rüben. Wenn hier aber Unkräuter schon gestanden hätten, dann sollten die jetzt auch mit dieser Bodenbearbeitung möglichst abgetötet werden, dass man entsprechend sie abschneidet mit dem Grubber oder mit der Kreiselegge, um hier nicht schon größere Unkräuter, Ungräser auf der Fläche zu haben, bevor die Aussaat stattfindet. Das sind die wichtigsten Dinge, die jetzt vor der Aussaat für eine möglichst gute Herbizidmaßnahme beachtet werden sollen. Ja, Niklas, was muss ich denn während der Aussaat beachten, um später keine bösen Überraschungen zu erleben? Ja, wichtig, Alex, ist jetzt bei der Aussaat, ähnlich wie ich es gerade ja auch schon beschrieben habe, was man vor der Aussaat tun kann, ein möglichst ebenes Saatbett zu hinterlassen, keine großen Schollen, so wie hier. Sowas sollte nicht mehr nach der Aussaat hier auf dem Acker zu sehen sein in der Menge. Allerdings, was ist vor allem wichtig? Wichtig ist jetzt bei der Aussaat, die richtige Aussaattiefe einzuhalten, weil auch das nachher auf die Verträglichkeit bei der Herbizidmaßnahme einen großen Einfluss hat. Optimal ist eine Bodenbedeckung mit 3-4 cm Boden, um auch dann entsprechend weniger Herbizidstress für die auflaufenden und keimenden Getreidepflanzen zu haben und zum anderen damit auch eine gute Rückverfestigung zu haben, dass man da einfach einen sicheren Auflauf hinbekommt. Und ganz wichtig ist vor allem auf Gräserstandorten, wo Ackerfuchsschwanz, Windhalm ein großes Thema sind, dass man keine Gräser verpflanzt. Das heißt, ein Fuchsschwanz, der jetzt hier vor der Aussaat schon aufgelaufen war und stand hier, sollte jetzt nicht durch das Verschütten wieder durchkommen können. Und dann ist es nämlich besonders schwierig, die mit der Nachauflauf- oder Vorauflauf-Herbizidmaßnahme sicher zu erfassen, weil die Gräser dann schon dementsprechend größer sind und nicht mehr den Wirkstoff so sicher aufnehmen. Man kann auch im Vorfeld vor der Saat oder jetzt direkt nach der Saat nochmal eine Glyphosat-Anwendung machen. Wichtig ist, dass es natürlich im Vorauflauf des Getreideauflaufs dann passiert. Ja, was sind denn die optimalen Bedingungen für Getreideherbizide im Herbst? Ja, wie heute schon zweimal erwähnt, wichtig sind zum einen eine ebene, feine Bodenstruktur, zum anderen genug Bodenfeuchtigkeit, denn wir haben es jetzt im Herbst fast ausschließlich mit Bodenherbiziden zu tun. Und diese Bodenherbizide wirken einfach am besten, wenn genug Bodenfeuchtigkeit da ist. Weil man muss sich so vorstellen, der Spritztropfen mit dem Wirkstoff trifft auf den Boden und kann dann, wenn genug Feuchtigkeit da ist, so ein bisschen auseinanderlaufen und deckt den Boden dann sicher ab. Und wenn dann die Unkräuter, Ungräser im Nachgang auflaufen, wachsen sie durch diese Herbizidschicht und nehmen den Wirkstoff sicher auf und sterben danach dementsprechend auch sicher ab. Deshalb ist es gut, wenn man entweder direkt vor oder direkt nach einem Regenereignis die Behandlung durchführt oder dann möglicherweise auch direkt hinter der Saat, weil dann habe ich den feuchten Boden hochgeholt und habe dann in der obersten Bodenschicht noch genug Bodenfeuchtigkeit vorhanden. Gut, und worauf basieren dann deine Empfehlungen? Wichtig ist erstmal jetzt zu schauen, wenn es dann darum geht, welches Herbizid wähle ich jetzt aus, mir anzuschauen auf meinen Standorten, welche Probleme habe ich denn? Habe ich Gräserstandorte mit Fuchsschwanz, habe ich Gräserstandorte mit Windhalm? Ist eher Weidelgras mein Problem oder habe ich Probleme mit Unkräutern wie zum Beispiel Hundskerbel? Und dementsprechend wähle ich dann meine Herbizide-Lösung aus.
Ja, welche Produkte würdest du für Windhalmprobleme empfehlen? Ja, auf Windhalmstandorten würde ich unser Batacama Flexpack empfehlen für den Nachauflauf mit 0,4 plus 0,4 Liter, bestehend aus dem Battle Delta und dem B-Flex oder 0,4 Herold, dann auch schon im Vorauflauf oder dann im frühen Nachauflauf. Ja, und wie sieht's mit Ackerfuchsschwanzproblemen aus? Genau, auf Ackerfuchsschwanzstandorten muss ich andere Produkte wählen oder beziehungsweise andere Aufwandmengen. Da wäre unsere Empfehlung auch Batacama Flex wiederzunehmen mit Battle Delta und B-Flex, dann aber mit 0,3. Hier muss ich dann aber nochmal die Flugfinder Z-Menge erhöhen. Deshalb empfehlen wir hier 0,25 Bacata oder Kadu zusätzlich hinzuzusetzen, dass ich am Ende auch auf 240 Gramm Flugfinder Z pro Hektar komme. Alternativ könnte man auch unseren Herero Twin Pack einsetzen. Hier dann 0,6 Liter Herold plus 1,2 Liter Kamina. Da erfasse ich dann zusätzlich noch die jährige Rispe sehr gut, die Kornblume sehr gut. Da sind wir einfach noch ein bisschen breiter, was das Unkrautspektrum angeht. Wichtig ist auch, wenn ich meine Herbizide-Lösung jetzt auswähle, darauf zu achten, gerade bei Fuchsschwanz, dass ich im frühen, im Vorauflauf oder im frühen Nachauflauf schon behandle. Denn die Zeitspanne, wo ich den Ackerfuchsschwanz sicher bekämpfen kann, finde ich jetzt hier. Und zum anderen muss ich natürlich auch schauen, haben auch die Produkte, die ich ausgewählt habe, die entsprechende Zulassung. Denn nicht alle Produkte jetzt im Herbst haben eine Vorauflaufzulassung. Hier gilt es dann nochmal explizit bei der Auswahl der entsprechenden Herbizide drauf zu achten. Ja, und die Empfehlungen gelten sowohl für Winterweizen als auch für Wintergerste. Das ist unabhängig der Kulturen oder auch in Wintertritikale sind diese Empfehlungen, wie gerade vorgestellt, für Windhalm und Fuchsschwanz so einsetzbar. Wie sieht's mit Weidelgräsern aus? Ja, auf Weidelgräserstandorten oder vor allem auf Problemstandorten mit Weidelgräsern gilt eigentlich das Gleiche wie jetzt gerade schon für den extremen Ackerfuchsschwanzstandort. Hier sollte ich im Vorauflauf möglichst schon mit einem Herold 06 plus Boxer 3 Liter pro Hektar fahren. Dann muss natürlich die Ablagetiefe absolut passen, damit ich keine Phytotox-Schäden auf der einen Seite habe, um da einfach bestmögliche Wirkung hinzubekommen, weil häufig gibt es im Frühjahr dann gar keine Produkte mehr, die eine Nachbehandlung ermöglichen. Und da ist es umso wichtiger, dies jetzt im Herbst bestmöglich hinzubekommen. Ja, im letzten Frühjahr sind mir häufig auch Flächen mit Trespenproblemen aufgefallen. Wie handhabe ich das? Kann ich das im Herbst auch schon irgendwie bekämpfen oder habe ich da nur Mittel fürs Frühjahr? Ja, also grundsätzlich mit den angesprochenen Empfehlungen jetzt für Windhalm oder auch gerade für den Fuchsschwanz und fürs Weidelgras erfasse ich die Trespe auch schon mit. Das Problem bei Trespe ist, die läuft in Wellen auf und das geht irgendwo bis in den Spätwinter hinein oder bis ins frühe Frühjahr, sage ich jetzt einfach mal, bis in den Februar, März. Und deshalb komme ich jetzt mit einer Herbstbehandlung alleine hier nicht aus. Ich nehme jetzt die ersten 2-3 Wellen Trespe mit weg. Die erfasse ich jetzt auch ganz gut mit den Flugfinder Z-haltigen Produkten. Allerdings muss ich im Frühjahr auf jeden Fall nochmal eine Nachlage fahren, um solche Standorte dann auch in den Griff zu bekommen. Ja, neben den Gräsern sind natürlich auch einige Unkräuter ein Problem und können jetzt auch schon im Herbst sicher erfasst werden. Zum einen das Thema Hundskerbel wird in vielen Regionen immer größer. Hier empfiehlt es sich jetzt im Herbst ein CTU-haltiges Produkt schon mit einzusetzen. Über 1000 Gramm CTU pro Hektar werden dann empfohlen. Dann habe ich auch schon da eine gute Wirkung gegen den Hundskerbel, beispielsweise über unseren Kamina-Pack, unseren Herero Twin-Pack mit dem Kamina drin, da ist CTU drin, haben wir da schon eine gute Wirkung. Ebenso gilt das auch bei der Kornblume. Da kommt auch über das Chlortoleron als Wirkstoff nochmal eine zusätzliche Wirkung. Wichtig ist natürlich, wenn man chlortoleronhaltige Produkte einsetzt, dann darauf achten, dass man, wenn man über 900 Gramm Wirkstoff pro Hektar kommt, entsprechend die Sortenverträglichkeit, besonders im Weizen, nochmal überprüft. Denn es gibt Sorten, die mehr als 900 Gramm Chlortoleron nicht tolerieren und hier einfach vor der Anwendung kurz schauen, ob die Sorte, die ihr bei euch auf dem Feld stehen habt, mehr als 900 Gramm Chlortoleron toleriert oder nicht. Ja, gibt es jetzt bezüglich der ganzen Getreideherbizide noch Auflagen, die ich beachten muss für beispielsweise prosulfocarb-haltige oder pendimethalin-haltige Mittel? Ja, ganz wichtiger Punkt, Alex. Gut, dass du es nochmal ansprichst.
Prosulfocarb als Wirkstoff, der beispielsweise im Boxer drin ist, oder auch Pendimethalin aus dem Stomp, sind zwei Wirkstoffe, die seit einigen Jahren jetzt entsprechende Auflagen bekommen haben. Das heißt zum einen mindestens 300 Liter Wasser Aufwandmenge, nicht schneller als 7,5 km/h bei der Ausbringung zu fahren, entsprechende Düsen zu verwenden, die mindestens 90% Abdrift mindernd sind. Um nur einige Punkte zu nennen, das muss ich natürlich jetzt bei der Anwendung in den nächsten Tagen beachten. Und darüber hinaus gibt es beispielsweise auch bei den chlortoleronhaltigen Produkten Auflagen wie eine Drehenauflage, die auch beispielsweise Kaminer betrifft. Das heißt, drainierte Flächen oder auf drainierten Flächen darf ein Kaminer nicht angewendet werden. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende unseres heutigen Beitrags angekommen. Wichtig ist jetzt in den nächsten Wochen nach der Aussaat den Grundstein zu legen, um die Äcker entsprechend Ungras und Unkraut freizuhalten. Denn gerade die Ungrasprobleme sind im Getreideanbau die letzten Jahre eher mehr als weniger geworden. Und mit der Herbizidmaßnahme und der Aussaat jetzt im Herbst lege ich schon den Grundstein für eine optimale Kontrolle dieser Ungräser, um damit auch eine gute Ernte zu erzielen. Ja, und damit wünschen wir euch allen viel Erfolg bei der Aussaat und den anstehenden Maßnahmen.